Willkommen zurück zu Let's Play mit Lumi. Und Tag 9 beginnt jetzt. Wir haben noch Reserven auf unserem Konto. Das ist wunderbar, das hat funktioniert. Ungefähr 300.000 abgezogen. Und jetzt haben wir den Sammy geholt. Da sind sie ja endlich, Lumi. Wurde auch Zeit. Naja, alles in allem machen sie ihren Job nicht absolut schlecht. Kümmern Sie sich besser um Ihren Job, Lumi, sonst fliegen Sie. Worauf warten Sie noch? Fangen Sie an! Was soll das heißen? Gab's kein Sammy? Aufgrund mangelnder Resonanz wurde der Sammy für selbstproduzierte Shows nicht vergeben. Was? Wir hatten doch gestern hier unsere Show Joker im Programm. Die haben wir selbst produziert und ausgestrahlt. Keine Ahnung, muss ein Bug sein. Kann doch nicht wahr sein. Ja, das ärgert mich jetzt schon. So viel Mühe, Zeit investiert, um endlich mal einen Sammy abzugreifen. Und dann sagt er uns mangelnde Resonanz. Unglaublich, unglaublich. Aber mit solchen Rückschlägen müssen wir zurechtkommen. Uns wieder aufrappeln und uns das nächste Ziel stecken. Und das ist es. Hier mit Time Bandits zumindest mal wieder die 10 Millionen zu knacken. Attentat auf Botschaft der Volksrepublik Duban geplant. Finanzminister von Waffenexporten nichts gewusst. Das ist alt. Sylvester Stallone, demnächst heiraten mit Hindu-Frau. Der Silvester. Königin Silvia, Gerüchte wegen verlogenem Ehemann Unsinn. Nehmen wir auch rein. Und Attentat auf VR Duban. Na, hoffentlich geht das nicht wieder in die Hose. Das wäre echt schlecht. Okay, der Anfang des Tages steht. Wie gesagt, wir brauchen noch... Haben wir noch Bettys Kultur? Hätten wir noch da. Kultur heute könnten wir heute Abend bringen. Oder wir finden einen Film, der schön 3 Stunden geht. Naja, wir schauen mal. Ich würde sagen, wir gehen auch mal ins Archiv, nochmal gucken, dass wir hier ein paar alte Klamotten noch verkaufen. Was haben wir hier? Love Story. Emanuel muss raus. Actionfilm. Taxi Driver. Oh, den behalten wir. Doch, das gönnen wir uns. Komödie. Ferris macht blau. Ist vollkommen aktuell wieder. Können wir also auf jeden Fall wieder reinbringen. Der Krimi kommt raus und Science Fiction Westworld haben wir heute im Programm und ihm wird schon wieder schlecht, bevor er hier alles vollkotzt. Gehen wir mal schnell raus. Verkaufen die ganzen Sachen in der Filmagentur. Zack, ich habe was zu essen. Jawohl. Alien, cooler Film. Wasser der Film. Es wiederholt sich auch immer wieder schön, ne? Aber nichts für 3 Blocks. Das heißt, wir nehmen uns noch Alien mit für heute Abend. Gucken nochmal rein, ob nachgelegt wurde. Ja, aber mit einem Billigfilm. Und da sind wir jetzt drüber. Wir machen jetzt wirklich nur noch Programm mit Blockbustern. Okay, der Sun TV hat hier ein bisschen bessere Nachrichten irgendwie platziert. VR Duban behalten wir auf jeden Fall im Blick. Gehen jetzt ins Büro. Ja, es reicht für 8 Millionen. Das habe ich befürchtet. Hier auf jeden Fall schon mal unseren Science-Fiction-Film Alien noch rein. Abends kommt noch mal ein bisschen Betty rein. Kultur heute. Und hier bringen wir Labaguette. Das war schon unser Plan B. Dafür müssen jetzt den Rest des Tages aber mal schön 10 Millionen zugucken. Sonst haben wir echt... Sonst wird es problematisch. Sage ich mal. Gucken wir mal, ob hier noch ein paar Nachrichten sind. Attentat auf Volksrepublik Duban geplant. Das ist ja noch gestiegen im Preis. Dann nehmen wir den ollen Finanzminister mal raus. So,
gehen jetzt nochmal in die Werbeagentur gucken, denn für Kultur heute um 0 Uhr brauchen wir noch irgendeinen Werbespot, der eine Reichweite vorschreibt, die jetzt nicht so hoch sein muss. Zum Beispiel Bikeshop wäre toll. Gibt's nicht. Aber China Walk ist da. Der wäre jetzt eine ganz gute Option. Und heute Abend müssen wir noch mal gucken, ob wir da irgendwas später finden. Jetzt bringen wir auf jeden Fall oder Labaguette heute Abend. Vielleicht Betty? Lockst du 1 Million Zuschauer vor die Fernseher? Möglich ist es. Also bringen wir jetzt einmal China Walk. Und zwar einmal hier. Und Labaguette heute Abend. Und damit das mit Nike heute auch auf jeden Fall klappt, gucken wir nochmal, ob hier irgendwie ist schon ziemlich viel abgegrast. Wäre drin. Drei für 500.000. Ich glaube, ich spinne. Was haben wir hier? 8 Millionen. 9,9 Millionen 250.000. Wunderbar, wird gekauft. Gehen wir nämlich nochmal auf Nummer sicher. Und jetzt brauchen wir nämlich für 10 Millionen wirklich nur noch 15%. Also das ist so knapp über 1 Million Zuschauer. Wenn wir das nochmal zurückrechnen auf die Anfangszeiten. Okay, Geschwindigkeit machen wir ein bisschen hoch. Und das sollte funktionieren. 19%, das ist gut. Spannung steigt und 13,5 Millionen, das reicht. Jetzt stellen wir hier mal auf volle Pulle und schauen einfach mal, dass wir das Schild von VR Duban 19:1000 hier, Einbrecherkönig, Leben von Alkoholsucht zerstört. Nehmen wir rein. Zack, Fahrstuhl und das Schild von VR Duban mal schön vertauschen. Aber wahrscheinlich, bei unserem Glück, kommt der Typ wieder irgendwann, wenn wir nicht hier unten stehen. Einfach mal auf die Friedensliga gepackt. Was wir jetzt machen ist, wir bleiben hier stehen, damit keiner das mehr umstellen kann. Und wir warten einfach, bis der Terrorist hier reinkommt und in den Fahrstuhl steigt. Ist ein bisschen langweilig. Aber nochmal so ein Ding, dass jemand das Hinweisschild auf unser Archiv platziert. Zack, da kommt schon einer. Und hihihihi, Pech gehabt. Verpiss dich, Junge. Nix da. 24%, wunderbar. Oh, 31 Millionen Zuschauer. Das würde bedeuten, wir könnten sogar einen Spot bringen, wo 25 Millionen zugucken müssen. Wäre eine Möglichkeit. Wäre echt eine Möglichkeit. Nein. Nein, dieser Tag bedeutet rumgammeln vor dem Hinweisschild und den Terroristen abfangen. Da kommt nämlich schon wieder der Nächste. Krrr, zack. Nix da, hier ist besetzt. Hier bin ich und VR Duban bleibt mal da, wo es hingehört. Okay. Ich denke, mit unserer Programmplanung für heute sind wir auf jeden Fall gut dabei. Und wir warten jetzt, bis der Terrorist kommt. Und wenn es 23 Uhr ist. Das Einzige, was wir natürlich dann noch machen müssen. 15, 8, 18, da liegen wir auch noch vorne. Ist für morgen ein bisschen Programmplan. Sonst haben wir ein Problem.
zwar eine schöne Serie, die müsste drin sein. Wir machen heute da schön den Spot alle da, Nike, ich glaube, das gibt 1 Million oder sowas an Prämie. Von daher sollte da wirklich eine Serie drin sein und auch eine Serie für 300.000. Komm, das gönnen wir uns, das machen wir. So, die Zeit verstreicht noch, kommt hier kein Terrorist. Bis jetzt kommt auch keiner unserer Konkurrenten noch an die Hinweistafel. Mann, 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 Mann. Vielleicht gehen wir doch noch einmal gucken, dass wir zumindest noch mal ein paar Nachrichten platzieren. Einmal schnell zu Nachrichten. Einmal schnell Nachrichten. Nochmal schnell wieder drücken, 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 dass der Fahrstuhl auch gleich wieder da ist. Zack, rein, Nachrichten. Bericht über Fähre zwischen Isabel Adjani und Mickey Rourke. Jawohl. Und schweres Tankerunglück vor der Küste Englands. Das nehmen wir auch rein. Und schnell wieder zurück, 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 zurück. Rein in den Fahrstuhl. Nein, nicht zum Hinweisschild. Du fährst nicht zum. Doch, er fährt. Nein, er fährt nicht. Er fährt zum Supermarkt. Okay, das gibt auf jeden Fall mal Imagegewinn heute. Und er fährt auch nicht zum Hinweisschild. Aber wir fahren jetzt zum Hinweisschild. Zack. Aber es ist noch alles so eingestellt, wie wir es eingestellt haben. Also bleiben wir hier einfach mal gemütlich stehen und warten weiterhin auf den Terroristen, der einen Anschlag verüben will auf die Volksrepublik Duban. Und dann aber die Friedensliga in die Luft jagen will. Ihr erinnert euch an die netten Leute mit dem Peace-Zeichen im Hintergrund. 15, 10, 6%. Wir haben uns für die richtigen Nachrichten entschieden. Und Alien bringt immer noch einen Imagegewinn, aber hier hätten wir jetzt keine 25 Millionen mehr gehabt. Dann hätten wir wieder tricksen müssen. Das war schon okay so. Zack, mein Lieber, nichts da. Das Hinweisschild gehört uns. Und da ist der Terrorist. Hier seht ihr ihn im Turban. Der wird jetzt einsteigen in den Fahrstuhl und anschließend in die Friedensliga reisen. Zack. Nein, es nutzt nichts. Er fährt schon zur Friedensliga. Du bist zu spät, mein Lieber. Du bist einfach zu spät. Ja, du kannst ja nochmal hier zum Pförtner gehen, dich ausheulen. Das nutzt auch nichts mehr. Das nutzt mal gar nichts. So, unser Konto lässt unser Herz auch höher schlagen. 1,4 Millionen. Und Betty, sogar 5,4 Millionen Zuschauer. Wunderbar, der Liebesbalken steigt. Ich meine, rein theoretisch könnte man das Spiel wahrscheinlich sogar gewinnen, wenn man einfach immer Kultur heute bringt. Wobei ich mich erinnern kann, in der Originalversion, glaube ich, da hat man das einmal oder so bringen können und dann wurde es aus dem Programm genommen, weil es einfach so wahnsinnig aktuelle Kultur ist. Und da musste man es sich wieder teuer kaufen. Leute, das hat wunderbar funktioniert mit dem Terroristen. Jetzt fehlt uns noch eine Serie für morgen früh. Und da schauen wir gleich nochmal in die Filmagentur. Ob es da was Nettes gibt. Überhaupt müssen wir noch ein bisschen Programm für morgen machen. Zack, rein in den Fahrstuhl und in die Filmagentur von J. Stuart Jebel. Der jabbelt hier weiter fleißig vor sich hin und wir gucken mal, was wir hier so nehmen können. Actionfilm Tage des Donners, den nehmen wir auf jeden Fall schon mal mit. Love Story, Love Story, Flatliners, Komödie, Nuts, voll durchgedreht, nehmen wir uns auch mit. Und dann hätten wir hier noch Star Trek. Das wäre, glaube ich, auch so die einzige. Doch, Schwarzwaldklinik ist zu teuer. Star Trek, holen wir uns noch. Science-Fiction-Serie. Oh Mann, die habe ich damals auch gesuchtet. Echt eine geniale Serie. The Next Generation mit Captain Picard. Da klicken wir jetzt drauf. Rein theoretisch könnte jetzt noch ein Gegner kommen und uns überbieten.
und sich die auch holen. Ich hoffe, das passiert nicht mehr. Schließlich ist der Tag auch fast vorbei. Und morgen früh haben wir die Serie dann zur Verfügung. Und ob wir sie dann rechtzeitig platzieren können und alles Weitere seht ihr in der nächsten Folge von Let's Play mit Lumi.